Absatzsicken sind beim Schweißen sehr wichtig. Auch wenn keine Sickenrollenmaschine vorhanden ist, kann in jedes Blech trotzdem eine solche Absatzsicke geformt werden. Dazu verwendet man einen stumpf angeschliffenen Meißel und spannt das Blech zwischen die Spannbacken des Schraubstocks. Das Blech wird so tief in den Schraubstock gespannt, wie auch der Absatzrand breit sein soll. In der Regel sind dies rund 1 cm. Der stumpfe Meißel wird an der Oberkante der Spannbacke angesetzt und mit streichenden Bewegungen mit dem Hammer entlang des Blechs getrieben. Durch das Hin- und Herschieben des Meißels entsteht eine gleichmäßige Kante. Je gleichmäßiger der Meißel getrieben wird, desto gleichmäßiger wird auch die Sickenkante. Beim Treiben wird keine unnötige Kraft angewendet. Um auch weitere Kanten abzusetzen oder Formen nachzutreiben, wird das Blech einfach gedreht oder nachgerutscht. Es entsteht ein perfekt abgesetztes Blech.